Hallo zusammen, Aizocker hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, Legenden des versunkenen Tempels anzunehmen bei Lord Ditarius in den Sümpfen des Elends an dieser Stelle. Vorquest war Tränenteich. Ich diene weiterhin dem grünen Drachenschwarm. Und jetzt geht es hier in den Tempel hinein. Ist ziemlich verwinkelt, aufpassen. Soweit ich weiß, wurde er mit Kataklysm ziemlich entschärft von der Verwinklichkeit. Aber kann immer noch sein, dass man sich hier verläuft. Einfach quasi ausschwimmen. Ich beschleunige ein bisschen. Dann hier nach unten. Und ihr seht, hier ploppt dieses Fenster auf. Und die Quest ist abzugeben direkt hier. Ihr könntet aber auch zurücklaufen und die Quest dort abgeben beim NPC. Also sobald ihr diese Hallen hier erreicht, ist die Quest an Ordnungsstelle abzugeben. Und ich laufe jetzt mal wirklich zurück und schaue, ob die Quest da oben auch noch abzugeben ist. Wer es interessiert, darf gerne weiterhin zuschauen oder zuhören. Hier gleich mal ins Wasser. Und hier kann ich leider nicht meinen Unterwassermount benutzen. Ah ja, wir sind ja in einem Gebäude drin. Ich bin ich aber schon draußen. Also gleich. Ja, schaut mal, der NPC hätte auch ein Fragezeichen. Im Optimalfall unten in diesem Raum abgeben, weil ich schätze mal, dann ploppt schon die Folgequest auf. Ich hoffe, mein Video konnte euch irgendwie helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach Video positiv bewerten. Und oder meinen Kanal abonnieren. Dazu blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Und in den Kommentaren gibt es noch meinen Twitch-Kanal. Link. Falls ihr Lust habt, könnt ihr da auch vorbeischauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao.